Servus und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ich bin hier gerade vor der Sphinx und habe hier schon mal das ein oder andere Foto geschossen. Mensch, so eine Sehenswürdigkeit muss man einfach mal fotografieren. Und beim Erkunden des Gebiets hier habe ich gesehen, hier gibt es noch ein Fragezeichen zu sehen. Also man sieht das hier auf der Karte, hier drüben ist auch noch eins, das habe ich allerdings noch nicht untersucht. Und hier drüben habe ich tatsächlich ein bisschen rumgeschaut, weil es irgendwie hier unter mir angezeigt wird und ich habe Ewigkeiten gesucht und nichts gefunden. Ich dachte mir, hier oben irgendwie vielleicht eine Höhle oder sonstiges in der Richtung, bis ich dann mal hier hinter die Sphinx gelaufen bin, um am, naja, Hinterausgang oder Hintereingang, je nachdem, es klingt ein bisschen falsch, ich weiß, aber hier ist tatsächlich ein Eingang in die Sphinx rein. Ich denke mal, da können wir dann auch gleichzeitig dann hier unten das Fragezeichen sehen. Bin mal gespannt, was wir denn hier drinnen finden. Denn irgendwie scheint das hier noch tiefer runter zu gehen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schatz hier unten. Sphinx, Geheimgang. Okay, alles klar, sehr schön. Also, es hat mich echt graue Haare gekostet, hier da hinzukommen, um diesen Eingang zu finden. Denn ich habe einfach nicht gerechnet, dass in der Sphinx irgendwie was, dass da irgendwie reingeht, dass die hohl ist innen drin. Aber man sollte damit rechnen, dass hier alles irgendwie so mit Geheimgängen versehen ist. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Pyramiden müssen wir auch noch erkunden. Ich glaube, es gibt nämlich noch zwei, die wir noch nicht erkundet haben. Da sind auch noch auf der Karte Fragezeichen zu sehen. Vielleicht können wir da auch noch rein. Hier, glaube ich, in der waren wir drin. Das sehen wir da hier irgendwie. Grabmal von Cheops haben wir die antike Tafel gefunden. Und hier bei den beiden noch nicht. Also hier eine ganz kleine Pyramide noch. Und hier noch eine etwas größere. Ich weiß gar nicht, ob die gleich groß sind oder ob das eine kleinere ist. Sehen aber ein bisschen auf den ersten Blick gleich groß aus. Von daher müssen wir mal gucken. Wie gesagt, die Pyramiden erforschen. Das ist auf jeden Fall auch noch, was wir auch nicht freuen. Eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Na, hier geht's ja bestimmt. Guck mal, da geht's doch schon weiter, Mensch. Bayek. Muss man die Augen aufmachen, Freundchen. So, okay, wir gehen auf jeden Fall mal weiter hier. Haben wir nicht gerade plündern? Oh, shit, shit, shit. Ne, runter wollte ich nicht. Einfach mal unbedarft direkt hier in den Abgrund gefallen. Wie soll es auch anders sein? So, ist das der Schatz jetzt hier vom... Ah, drei Schätze muss ich finden, alles klar. In der Sphinx drinne. Okay. Am Hintereingang der Sphinx. Ja, ja, ihr wisst Bescheid. Je. Klingt irgendwie so falsch, ich weiß. Naja, bist dann ruhig. Okay, gut, dann gucken wir jetzt hier unten noch nach. Zum Glück kann ein Bike so klettern, sonst hätten wir irgendwie ein Problem, dass wir dann irgendwie nicht mehr rauskommen, wenn wir hier irgendwo runterfallen oder sonstiges. Ziemlich dunkel hier. Gibt es nicht irgendwie mal eine Möglichkeit, ein bisschen Licht zu machen? Da kennst du ja kaum die Außenbereiche der Kammer, in der ich mich hier gerade befinde. Kann man schnell mal was übersehen. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob hier irgendwas zum Einsammeln ist. Da sieht man ja so grob ein bisschen die... Wo ist auch mal eigentlich? Bei Amun. Was ist das? Na, schon wieder so eine Tafel, glaube ich. Na gut, wir schauen mal. Ist das wieder so eine Schrifttafel, die wir schon gefunden haben in der Pyramide? Ist die nämlich, ach nee, ist nur eine Tür. Gott, ich dachte sowieso ein bisschen der Lichtschein, der auf eine Tafel fällt oder sonstiges, aber es ist ein Ausgang. Und uns fehlt hier noch ein Schatz. Geht aber ziemlich tief runter hier unter der Sphinx, hatte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Das sieht aber ziemlich cool aus. Was auch immer das sein soll, wir werden gleich mal gucken. So, hier geht's nicht weiter nach unten, alles klar, können wir auch nicht runterfallen, sehr schön. Hat so ein bisschen was von Indiana Jones irgendwie. Ah, okay, sind auf jeden Fall schon mal die Pyramiden abgebildet, wenn ich das richtig sehe. Da ist die Sphinx, eine Art Karte, was auch immer die darstellen soll, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Frage ist, wir könnten... Ah, Moment, ich warte mal ganz kurz auf Tag. Denn vielleicht wird dann irgendwie oben durch die Lichtlöcher da irgendwas auf der Karte dargestellt. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht irgendwas zu sehen ist. Ah, weiß natürlich nicht, ob das Spiel so clever ist, ob das tatsächlich auch so dargestellt wird. Aber vielleicht ist da tatsächlich auch gar nichts zu sehen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt jetzt nicht, ob das Tag oder Nacht ist. Denn so wie es aktuell aussieht, sieht das eher aus wie, weiß nicht, Mondschein, der da durchkommt. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich warte noch mal ganz kurz, um auf Sicherheit zu gehen. Aber ich weiß tatsächlich nicht. Okay, ich glaube, es ändert sich einfach nicht. Schade, ich hätte gedacht, dass man da vielleicht irgendwie was sieht auf der Karte. Naja, okay. Oder vielleicht mal die Dinge hier anzünden. Komm, Bike. Komm, zünd es an, Freundchen. Anzünden. Hallo. Anzünden.
Ich weiß natürlich nicht, ob das was bringt, aber ich gucke einfach mal. Vielleicht haben wir da irgendwie doch noch irgendeinen Hinweis oder sonstiges hier drin. Oh, die riesen Kohlefahren, die machen wir auch mal an. Am besten, wenn wir noch drinnen stehen. Sehr schön. Schnell runter. Nicht, dass wir die Füßchen verbrennen oder den Rock oder was anderes Wichtiges. Also so in etwa. Okay, das scheint aber nichts gebracht zu haben. Das ist alles noch so, wie es vorher aussah. Aber die Frage ist, was soll das sein? Was soll hier dargestellt werden? Einfach nur so eine Karte unter der Sphinx? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da einfach nur eine Karte ist, die nichts darstellt. Also, außer Landschaft natürlich, klar, aber keine weiteren Hinweise und sonstiges. Naja gut, wir gehen erstmal weiter. Hier unten ist noch eine Tür. Okay, das war der letzte Schatz. Alles klar, wissen wir Bescheid. Aber die Frage ist tatsächlich, was ist hier... da oben ist auch noch gut. Oben über der Sphinx wahrscheinlich. Aber die Frage ist tatsächlich, was macht diese Karte hier in der Sphinx? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überfragt, denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hier einfach eine Karte ist, die keine weitere Relevanz hat. Warum hat man es unter der Sphinx eine Karte gebaut? Ah, hier ist auch noch eine Kohlepfanne. Jetzt vielleicht? Warum gibt es hier diese Karte unter der Sphinx? Oh, ich warte jetzt nochmal kurz hier einen Tag ab. Vielleicht passiert denn jetzt irgendwas? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mal schauen. Nichts. Gar nichts. Schade. Naja, vielleicht hat ja tatsächlich noch einer von euch eine Idee. Aber irgendwie, da sind noch andere Löcher in der Decke, die leuchten könnten, rein theoretisch. Also wenn von euch immer eine Idee hat, was sie darstellen könnte, die Karte, dann immer rein in die Kommentare damit. Würde mich echt mal so sehen, was ihr davon haltet, von dieser, ja, mysteriösen Kammer hier unter der Sphinx. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es darstellen soll. Denn bis auf die Schätze haben wir tatsächlich nichts gefunden. Wir können rein theoretisch auch, glaube ich, die Schnellreise wählen. Geht schneller, als wenn wir den ganzen Weg wieder rauskrauchen. Das Geheimnis in der Sphinx. Was zum Henker. Okay, so, dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Ich bin auch jetzt gleich auf dem Weg in Richtung Süden, um die Geheimnisse der großen Pyramide zu lüften. Ist auch irgendwo hier unten. Warum? Weshalb? Wieso? Das ist doch aber nicht... Moment. Ich hole mal kurz ein Pferdchen. Wir reiten mal kurz in die Richtung. Das sieht auch schon wieder so aus, ob das irgendwo unterirdisch ist. Okay, hier ist die Sphinx. Hier muss es auf jeden Fall irgendwie noch einen Eingang geben, denn das scheint noch eine Kammer unterhalb der Sphinx zu sein. Was ist denn hier los? Ach, hallo Hyena, Mensch. Okay, da scheint es auf jeden Fall irgendwie noch ein... Ah, die Frage ist, obwohl, das ging schon tief genug runter. Was zum Henker ist hier unter der Sphinx los? Vielleicht ist doch irgendwie ein Eingang noch von der Pyramide aus, denn man sieht das irgendwie so bei den Fragezeichen. Also das hier ist ein relativ normales Fragezeichen, das sieht einfach nur... Also keine extra Sachen, die da irgendwie sind, aber hier sieht man es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt von der Schärfe her, aber das sieht so ein bisschen golden aus, das Fragezeichen, und die glitzern auch so ein bisschen. Also das hier auch, das glitzert auch so ein bisschen und es sieht auch ein bisschen golden aus, wenn man das von der Seite sieht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu erkennen. Das hier ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen gelblich und
Man sieht das links oben an dem Fragezeichen, das glitzert so komisch. Und das glitzert ja auch so komisch. Ist das, weil das zu der Quest gehört? Könnte das vielleicht der Fall sein? Vielleicht ist das tatsächlich wegen der Quest zu der... oder zu den Geheimnissen der ersten Pyramiden. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Oh, hallo. Okay, ich würde sagen dann... ey, bleib mal hier, bleib mal hier. Ich würde sagen, dann reiten wir erstmal nach Süden. Übrigens, ich habe beim letzten Mal nach der Aufnahme noch kurz eine Quest erledigt oben beim Hippodrom. Da gab es eine Quest davor, wo man so ein bisschen was erledigen musste. Unter anderem ging es darum, halt ein Pferdchen zurückzuholen. Und das habe ich tatsächlich auch als Belohnung bekommen. Allerdings, naja, ich weiß noch nicht so richtig. Das heißt schwarzer Pfeil und sieht überhaupt gar nicht schwarz aus. Warum auch immer, keine Ahnung. Schon mal ganz kurz, ob das vielleicht doch irgendwie noch anders aussieht. Aber ich befürchte nicht. Ich weiß nicht, warum das schwarzer Pfeil heißt. Also irgendwie hat da jemand einen Knick adoptiert gehabt, was so die Farbenblindheit angeht oder sonstiges. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das macht gar keinen Sinn. Und wir nehmen auf jeden Fall wieder unser anderes Pferdchen. Rubensglanz war teuer genug, ne? Das können wir mal hier die ganze Zeit rumreiten. Und... hallo, Geier. Mensch, kannst deine Hyänenfreunde fressen? Ich wähle mal ganz kurz eine andere Quest an. Mal gucken, ob das tatsächlich jetzt irgendwie Auswirkungen hat auf der Karte. Nee, die Fragezeichen sind immer noch so goldfarben. Ich weiß nicht, warum die goldfarben sind, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Was ist da los? Was ist da los? Okay, gut. Ich würde sagen, wir reiten auf jeden Fall jetzt mal langsam in Richtung Süden. 1500 Meter oder 1600 Meter mal zurückzulegen. Ist ein bisschen was hin, aber das macht nichts. Mit dem Pferdchen geht es relativ schnell. Man sieht das ja schon, die ersten 100 Meter haben wir schon hinter uns. Also es geht auf jeden Fall recht zügig. Okay, dann einmal hier kurz am Ufer lang. Nicht einmal durchs Wasser durch. Vielleicht kommen da irgendwelche Krokodile oder Nilpferde. Das wollen wir natürlich erstmal vermeiden. Und wenn es tief genug ist, dann kann das Pferdchen natürlich auch nicht schwimmen. Von daher einmal hier außen rum. Entschuldigung. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, hier sind... ein Synchronisationspunkt, ja, alles klar. Gut, den nehmen wir gleich mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Schatzplündern. Schatzplündern vor Ort. Du kommst nicht vorbei. Was? Warum? Weshalb? Wieso? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Dass sie neuerdings alle mit Brandpfeilen schießen, das ist nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Aua. Hallo, der hat mich runtergeschlagen vom Pferd. Was ist denn da los? Okay, so, dann... was ist denn los, sag mal, Freunde? Was? Du kannst nicht fliehen! Angriff! Verdammte Flammen! Nichts. Okay, so, haben wir es jetzt endlich. Dann können wir die Typen ja gleich erledigen. Da kommt noch einer. Hallo. Ich töte dich. Mal kurz den Buddy kalt machen. Okay, so, jetzt reicht es ja langsam nicht hier, Freundchen. Wir haben hier noch ein bisschen Termine. Wir müssen nach Süden in Richtung... oder an Memphis vorbei, um den Gelehrten Merkes zu finden. Aber erstmal ganz kurz hier hochklettern. So, einmal kurz hier hoch. Mit einem Schnellreisepunkt schon mal freischalten. Ganz wichtig, nicht so den ganzen Weg nochmal laufen müssen, wenn irgendwas sein soll oder sonstiges. Das ist immer nicht so cool. Frage ist, wo ist der Punkt? Ist das vielleicht... ist das gar... hä? Moment. Ach, ist gar... oh Gott, ich habe einen Knick in der Optik. Das ist gar nicht der Punkt, Mensch. Oh Gott, Freunde. Ich... also wirklich einen Knick in der Optik hier gerade gehabt. Ich dachte, das ist ein Schnellreisepunkt, aber es ist tatsächlich nur ein Schatz, der hier zu holen ist. Mann, Mann, Mann. Okay, verlassenes Dorf haben wir geplündert. Sehr schön. Kein Schnellreisepunkt. Habe ich mich verguckt irgendwie. Weiß auch nicht warum. Dann geht's weiter in Richtung Süden.
Nee, das ist nicht unser Pferd. Das ist unser Pferd hier. Komm mal mit. Ruhmesglanz. Wir gehen weiter nach Süden. Oder wir reiten weiter nach Süden. 1800 Meter. Es ist schon ein bisschen... Ja, ein bisschen Entfernung, aber... Normal soll das nicht das Problem sein mit dem Pferd. Schaffen wir das relativ zügig, wenn wir denn hier tatsächlich eine vernünftige Straße haben. Das sieht aktuell noch nicht so aus. Wir reiten irgendwie so ein bisschen am Berghang lang. Aber das Gute ist, wir haben auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, den Patrouillen auszuweichen. Denn ich denke mal, hier so am Berghang oder sowas werden keine Patrouillen lang reiten, sondern eher auf der Straße. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit kämpfen. Macht zwar Spaß, aber das schafft man natürlich auch nicht irgendwie mal so den Weg nach Süden. In der heutigen Episode, sonst wäre das ein bisschen langweilig. Oh, schon wieder eine Pyramide da vorne, alles klar, okay. Nomosakara, neue Region entdeckt, sehr schön, cool. Dann haben wir auf jeden Fall das schon mal aufgedeckt, dann sehen wir jetzt hier vielleicht mal irgendwie noch mal ganz viele Pyramiden hier, hallo? Okay, weiter in Richtung Süden. Leider keine Straße hier direkt, aber macht nichts. Solange wir jetzt nicht über irgendwelche Bergketten drüber kraxeln müssen mit dem Pferd, das wäre extrem schade, aber hier so auf einer Strecke hier in der Wüste klappt das eigentlich ganz gut. Oh, ist das denn da drüben? Was ist denn das? Ist das Memphis? Können wir durchaus vorstellen, dass es Memphis ist? Ich schau mal ganz kurz nach. Müsste ja gleich rein theoretisch die neue Karte aufgedeckt werden, wenn wir hier so in Richtung... Ja, warte mal, das ist Südosten oder sowas reiten. Ich glaube, das ist tatsächlich Memphis. Oh ja, sehr schön, cool. Da haben wir noch reichlich zu tun. Aber erstmal geht es weiter in Richtung Süden hier am Berghang lang. Und ich bin immer noch am Überlegen, was es mit dieser Karte unter der Sphinx auf sich hat. Das macht mich echt irre. Dass ich da nicht irgendwie die Möglichkeit gewonnen habe, irgendwas damit zu machen. Denn es erscheint mir unlogisch, dass da einfach nichts passiert mit der Karte. Warum? Warum ist da ein Geheimgang zu einer Karte in der Sphinx? Ich werde mal ein bisschen drüber nachdenken. Ansonsten, naja, ihr könnt es mir gerne in den Kommentar schreiben, wenn ihr die Idee habt oder sonstiges, was man ausprobieren könnte. Auf dem richtigen Weg. 275 Meter sieht auf der Karte noch so weit aus. Und da vorne rennt schon wieder irgendwie eine Patrouille. Okay, die überfallen hier gerade irgendwie einen Transport, also eine Karawane, warum auch immer, keine Ahnung. Und irgendwas ist hier noch am Start. Was ist das denn? Wir haben hier einen Schatz, okay. Es gibt auf jeden Fall mal auf der Karte auch Schätze zu holen, die man sonst so, also die nicht eingezeichnet sind. Man sieht das hier, ist gar keine Markierung auf der Karte. Da sollte man mal nachgucken. Das sind meist so Kohlenstoffkristalle oder sonstiges zum Holen. Mal schauen oder halt irgendwas anderes. Wenn man es denn plündern könnte. Also, okay, Moment, da war ja was. Ah, diesmal war das nichts Besonderes, halt nur ein Sichelschwert. Bringt ein bisschen Drachmen, aber ansonsten war es das. Haben wir sonst noch irgendwas in der Nähe zum Plündern? Ne, scheint nicht so. Okay, dann mal weiter in Richtung Merkes. Also ich hoffe zumindest, dass er dort in der Nähe rumspringt. Werden wir gleich sehen. Knickpyramide des Snofros. Das schiefe Grabmal Snofros. Okay, da kann man auf jeden Fall rein. Und die sieht ein bisschen atypisch aus für eine Pyramide. Also halt irgendwie so abgewinkelt oben. Ein bisschen merkwürdig. Okay. Naja, gut. Wir reiten erstmal weiter. Missionsziel in der Nähe. Okay, sehr schön. Oh, der wird gerade gejagt, oder was? Na dann. Er rennt auf jeden Fall schon die ganze Zeit um die Pyramide rum, Mensch. Er lebt aber noch. Der Holzmichel. Aber wir müssen halt mal gucken, dass wir die Wachen hier irgendwie erledigen. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Okay, so. Das waren schon mal die ersten beiden. Kurz plündern im Vorbeireiten.
merke es, ich komme. Keine Panik. Oh, shit, shit, shit. Einmal rum hier. Einmal hallo. Kann er mal irgendwie anhalten? Oder mal in die andere Richtung reiten? Vielleicht reicht ihm einfach mal gehen. Da hat sich aber richtig viele Freunde gemacht. Wenn ich das richtig sehe, dann ist ja ein bisschen was los. Die Partystimmung. Der Nepp ist tot! Mist! Das muss ich reparieren. Wow. Okay, schnell mal plündern, dann können wir gleich weiterreiten und... okay, wo ist er denn hin? Irgendwo hier oben. Hey! Riskant, du Ratte! Von so einem Kamel aus hat man echt wirklich eine erhöhte Position. Das finde ich schon mal... Warum sind da so viele auf einmal? Wo kommen die denn alle her? Hallo, Freunde! Dafür lasse ich dich leiden. Was? Ich habe nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Was stimmt nicht mit dir? Jetzt kommt noch so ein Typ hier. Was ist denn los? Aber wo kommen die denn alle her? Muss irgendwo ein Nest sein. Oh, Freunde, jetzt geht's aber los. Jetzt habe ich Schnauze voll hier mit euch. Freunde. Verdammte Flammen! Okay, so, ich hoffe, wir haben jetzt alle erledigt. Irgendwie kommen die ganze Zeit immer neue Wachen angelatscht und der ist schon wieder 400 Meter weit weg. Was soll denn das? Der kann mal ruhig zu mir kommen. Wahrscheinlich haben wir gleich die nächste Patrouille am Arsch. Können wir uns vorstellen, dass er alle erstmal einsammelt und testen, ob ich hier tatsächlich würdig bin. Man kennt das ja schon. Aber ich fürchte einfach, der rennt einfach um sein Leben. Durchaus möglich. Vielleicht hat er irgendwas entdeckt in den Pyramiden, was ihm vielleicht zum Verhängnis wird. Kann ich mir durchaus vorstellen. Oh, eine Riesenstadt auf jeden Fall. Memphis. Sieht bestimmt auch ziemlich cool aus, wenn wir da reinkommen. Ganz Kanäle oder sonstiges, wenn ich mir das richtig auf der Karte angeguckt habe. Das ist so echt cool. Oh. Da freue ich mich schon drauf. So, was ist denn jetzt? Wo rennt der denn eigentlich hin, Mama? Ich sollte direkt mit Pascheremta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Der hat immer noch Wachen am Start. Schneidet ihm den Weg ab! Oh, shit, 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 shit. Oh, das sieht aber nicht so gut aus hier oben. Der Himmel, da scheint tatsächlich irgendwie sich ein Sturm zusammen zu brauen. Keine Ahnung. Und kann der jetzt einfach mal bitte anhalten, der Typ da vorne? Der hat immer noch Wachen am Arsch. Gibt's doch gar nicht. Memphis. Eine schöne Stadt. Oh ja, sieht sehr schön aus. Aber sie riecht, ja. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Boah, Alter, jetzt bleib halt einfach mal stehen. Gibt's ja gar nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist. Alles
nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Oh, hallo, wie viele Wachen sind das denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, Entschuldigung, Pferd. Ich wollte dich nicht hauen. Daneben, Freundchen, daneben. Jetzt reicht's mir mit dir hier. Komm mal runter von deinem Scheißpferd, von dem hohen Ross. Alter, ey. Was hast du davon? Memphis. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein Grab. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Naja, scheinbar rennt er jetzt erstmal nicht mehr weg. Oh. Verdammt. Das ah, sieh sich das einer an. Gut, gut. Das war ein bisschen zu knapp, oder? Ist das ein Magi-Abzeichen? Faszinierend. Ich dachte, davon gibt es keine mehr. Die Geschichten stimmen aber. No, aufsteigen wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Das war fantastisch. Ja, super war das, Mensch. Hervorragend. Wer hat dich geschickt? War es Kition oder Heraklides? Sie dachten, ich käme hier draußen nicht zurecht. Aber wir haben es ihnen gezeigt, oder? Haben wir? Was tust du hier draußen? Machst du Witze, Neb? Wir suchen nach der verlorenen Kammer des großen Snofru, dem Begründer des goldenen Zeitalters des alten Königreichs. Und wie stellen wir das an? Haben sie dir gar nichts gesagt, bevor sie dich losgeschickt haben? Doch, sicher. Meinen Nachforschungen zufolge versteckte Snofru drei Artefakte. Eins in Medum, seiner ersten und eingestürzten Pyramide. Und dann eins in der Knickpyramide, deren Baupläne er nach dem Einsturz Medums sicher anpasste. Und noch eins in seinem letzten Meisterstück und Grabmal, der Nordpyramide. Ich habe eines der Artefakte, aber diese Banditen haben mir ein weiteres gestohlen. Du musst es zurückholen. Wo war das? Sie kampieren in den Klippen westlich von Memphis. Folge einfach dem Fluss, dann findest du sie. Außerdem musst du einen Weg in die Nordpyramide finden, um das letzte Artefakt zu holen. Ich glaube, es gibt oben eine Öffnung, aber es ist viel Kletterei. In meinen jungen Jahren hätte ich es geschafft, aber... Ich sehe mir das an. Wie viele Banditen waren es? Alle, glaube ich. Oh Gott, eine sehr gute Mengenangabe. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Artefakt aus Hugros Versteck im Westen von Memphis geholt und Artefakt aus dem Grab von Snofru. Haben wir natürlich erstmal noch nicht, aber das ist schon mal richtig cool. Okay, unten ist das Versteck, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und hier oben ist die Knickpyramide. Hm... ist die Frage, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier unten mit dem Versteck an. Das passt eigentlich ganz gut, bevor wir uns in die Pyramide reinwagen. Einmal hier in Richtung, ja, Süden mehr oder weniger. Vielleicht muss ich erstmal wieder aus der Stadt raus. Die Frage ist, wir reiten auf jeden Fall mal in die Richtung hier vor. Oh mein, hier ist was zu plündern. Oh, 5 Drachmen. Ja, ganz wichtig ist, dass wir die mitgenommen haben. Sieht ziemlich düster aus hier oben im Himmel. Kein Sonnenschein mehr. Ich glaube, es ja gleich losregnet. Ey, Freundchen, warum bist du so schnell? Aus dem Weg! Elende Missgeburt, was soll das werden?